Endlich mal wieder ein bisschen Far Cry spielen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Nach der Hauptstory gehen wir jetzt einfach mal so in den, ich sag mal, Access-Modus und spielen einfach den Rest, den wir noch nicht gemacht haben. Und zwar habe ich eigentlich so eine kleine Krise gehabt, sage ich mal. Ich wusste jetzt nicht, was sollte ich spielen. Titanfall will ich gern weiterspielen, aber das Problem ist einfach, ich muss mich noch zu stark konzentrieren, so dass ich das Gameplay total vergesse. Das ist leider definitiv nicht Sinn der Übung. Das ist halt natürlich überhaupt nicht der Sinn. Und es gibt einfach keine neuen Spiele, die man jetzt, ich sag mal so, auf die Schnelle let's playen kann. Und da ich sowieso noch Far Cry weitermachen wollte, weil wir haben hier unten noch einiges zu tun. Deshalb werden wir definitiv dort weitermachen gleich. Ich habe mir dann überlegt, ja, was machst du jetzt? Neue Spiele kannst du nicht anfangen, weil halt bald Forza Horizon 2 kommt, was ich machen möchte. Und auch noch weitere Spiele, wie man auf der E3 gesehen hat. Ob die wirklich kommen, das sieht man ja dann auf der Gamescom. Da ist ja dann so, ich sag mal, der Schlusspfiff. Und ja, das habe ich gesagt, gut, tust du jetzt einfach mal ein bisschen warten. Du brauchst natürlich neue Spiele, das geht natürlich schon klar. Naja, die Panzerfaust wollte ich jetzt nicht unbedingt. Die RPG. Ach, wer ist das denn jetzt? Das muss doch jetzt echt nicht sein. Ja. Nerv. Kleinen Moment. Immer beim Aufnehmen, ey. Ah. Ist doch unglaublich. Jedenfalls, genau, die müssen wir ja noch ausrüsten. Die kommt hier für unsere RPG. So, jetzt dürft eigentlich wieder passen. Ach ja. Oh, schön. Gut, dann geht's mal los Richtung da lang. Die Markierung ist da. Die Orchideen blühen. Ach, Leute. Egal, laufen wir halt weiter. Immer gucken, dass kein Krokodil in der Nähe ist. Wir sind ja jetzt ein erfahrener Krieger. Das heißt, wir haben die Macht. Wir können alles machen, was wir wollen. Ist das... Nee, das ist noch nicht hier. Hab schon gedacht, das ist das Lager, aber das ist ja noch ein Stückchen. Jedenfalls mache ich das jetzt so. Ich spiele jetzt einfach Far Cry noch weiter, bis die neuen Games draußen sind. Und dann geht es halt weiter mit den neuen Games. Beziehungsweise dann erstmal Forza Horizon 2 ein paar Folgen. Mal sehen, wie sich das gute Stück spielen lässt. Da bestimmt noch irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Das sieht man ja dann. Ah. Und auf alle Fälle dann natürlich Far Cry 4. Das werde ich euch definitiv nicht vorenthalten. Ich freue mich da schon richtig drauf, das gute Stück zu spielen. Weil es... Ich habe mich selber schon ein bisschen gespoilert. Habe mir schon so, ich sag mal, ein paar kleine Gameplays von der E3 angeguckt. Also es sieht schon ganz nice aus in den Bergen und so weiter. Vor allem Himalaya, habe es einfach so mit so, gigantischen Bergen habe ich eigentlich gerechnet, aber Pustekuchen. Das ist doch mehr so eine Ebene, einfach so umkringt von so, von solchen großen Bergen halt.
Ui. Oh oh. Naja, es war halt eine Schrotflinte, ne? Da kommt man halt sehr gut gegen an. Mist. Nein. Wo sind wir denn überhaupt? Ach da. Beim letzten Funkturm. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich habe ja schon... Wann kam denn die letzte Folge? Vor 3 Wochen? Ja, einen guten Monat vielleicht habe ich nicht mehr gespielt. Also, mal sehen. Ich glaube, wir sind auch in Folge 54 nach der Hauptstory jetzt. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt. Leider konnte ich nicht mehr die andere Seite, weil man musste sich entscheiden. Entweder wir gehen halt zu den Freunden am Ende. Und vergessen sozusagen alles, was hier ist. Oder wir gehen halt zu Citra und, ja, werden der beste Krieger ever. Ich will der Beste sein. Aber, nee. Wir haben uns ja, glaube ich, für unsere Freunde entschieden. Ja, wir haben uns für unsere Freunde entschieden. Okay. Oh. Nice. Die erschieße ich jetzt nicht. Ich renne erstmal weiter. Dass wir mal ein bisschen vorankommen hier. Da ist der Leuchtturm. Sieht echt aus irgendwie bald wie bei Crysis teilweise. Ist auch eine Schande. Crytek ist ja leider insolvent, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Hallo, seit wann? Warum? Nein! Crytek insolvent, das wäre wie wenn Microsoft pleite wäre. Ich habe schon da einen Laser durch die Luft flitzen sehen. Das heißt, wir haben es mit Scharfschützen zu tun. Genau. Da haben wir einen Tiger. Da ist Alarm 1. Biggie Smalls ist wieder da. Sollen die Rebellen das Dreckloch doch behalten? Scheiße, nein. Hunde. Okay, gut, dann werde ich das so machen. Ich werde den Alarm von hier aus schießen. Werde jetzt das Tier freilegen. Die sind da jetzt abgelenkt. Oh, da haben wir echt einen Alarm vergessen. Wir sind in einer halben Minute da. Wir kommen von Norden.
Ich warte mal, bis die im Lager sind, dass der Tiger die erledigt. Toll. Oh, mit einem Schuss beide erledigt. Hoppla. Ich meine, hallo, das war geplant, also hallo. Iggy Smalls. Wow, der ist ja schon da. Fuck, fu, fuck, fu. Ah, nerv. Erstmal in Sicherheit. Brenne! Was? Hä? Was war das denn? Na klar, das ist Biggie Smalls. War ja logisch. Wo ist eigentlich der Tiger hin? Hallo, ich bin im Lager. Ganz allein. Hm. Wo sind sie denn? Zweimal natürlich. Haben wir Mollys dabei? Sehr schön. Können wir beide ganz gemütlich abfackeln. Das ist Kacke, die bangen sich da fest. Gott, war das schlecht. Das ist der erste. Wir kommen von Osten rein. Mit dem Hubschrauber? Boah! Alter! Übertreiben können sie auch. Da brauchst du echt eine RPG, du.
Na, endlich. Ich probiere jetzt mal was. Hehe. Hui. Na gut, dass Biggie Smalls uns uns abgefangen hat. Mein Gott, was ein ekelhafter Kampf. Oh, wir haben ja keinen Finger mehr. Den hat uns ja heute abgesäbelt. Oh, sorry. Neuer Pfad des Jägers, das machen wir gleich mal. Aha. Jage 3 Bären mit dem angewiesenen Ort einer MP. Okay. Ich glaube, da müssen wir mal hier raus. Ja, fast. Da oben auf den Turm müssen wir auch mal. Ach Gott, da hinten. Ja, ja. Na, lauf. Mir ist irgendwie scheiße warm, wisst ihr das? Ich weiß nicht wieso. War sowieso ganz komisch. Es hat die ganze Nacht geregnet und gewittert. Nanu. Falls ihr euch wundert, was für ein Lärm das ist, ich habe hier ein Meerschweinchen im Moment in meinem Zimmer, weil ich jemanden helfen wollte. Der ist im Urlaub. Da habe ich gesagt, komm, gib die Schweinchen her. Auf die passe ich auf. Kriegen auch nur alle 2 Tage was zu essen. Reicht schon. Also den Bär habe ich schon mal gehört. Ah, da drüben. Da oben. Mensch, das dauert wieder ewig. Na also. Die Skorpion. Mit der sollen wir also einen Bär erlegen. Okay. Da haben wir schon mal einen. Ich markiere mir den mal. Nein! Geh weg! Nein! Na, ja, da hast du natürlich keine Chance. Ja. Diese Fahrt des Jägers Mission, die sind einfach nur grauenvoll. Einfach nur schlecht. Scheiße. Gut, nächster Versuch. Ah. Wo sind Bären am empfindlichsten? Im Kopf. Zwischen den Augen. Yep. Asiatische Schwarzbär. Ah, Beuterucksack voll, natürlich.
So, who's the next bear? Der war ja hier irgendwo. Da drüben. Sehr schön. Und einer noch. Der ist anscheinend da oben. Ich scanne nochmal ab. Nein, nur er. Da ist auch eine Höhle. Die Scorpion gefällt mir. Ein bisschen hochtunen, dann läuft das Ding. Ich hoffe, die Geräusche macht er. Ja. Sehr schön. Dann rennen wir mal gleich mal da in die Höhle. Da vorne gammeln Bären rum. Ich würde es nicht wundern, wenn hier auch einer irgendwo drin ist. Da hoch. Da ist der Schatz. $27. Beuterucksack ist voll, wir müssen dringend mal verkaufen. Oh fuck. Ja. Ja. Wow. Komm schon, Jason. Sehr schön. Nein! Ich habe die Leertaste gedrückt, wo wir schon abgesprungen waren. Ah, fuck. Naja. So, tun wir mal verkaufen. Schnellverkauf. Zack. So, was haben wir hier? Blaues Blatt. Ach ja, das war ja für die ganzen Spritzen. Können wir auch mal alles wieder herstellen. Medizin. Genau, die war das. Herstellen, herstellen, herstellen. Wir brauchen wieder mehr grünes Blatt. Spezialpfeile. Und nochmal verkaufen. Jetzt haben wir nur noch hier diese blauen Blätter. Weg. Weg. Achso, nee. Feld des weißen Tapis. Kann nicht weggeworfen werden oder verkauft werden. Du musst daraus etwas erstellen. Das ist nur die Frage, was? So. Jetzt können wir auch wieder Sachen sammeln. Uns vielleicht was an neuen Waffen. Da haben wir alle verwendet und auch, glaube ich, ausgerüstet gehabt. MPs, Schrotflinten, Sturmgewehre. Warum nehmen wir eigentlich nicht die? Die ist doch viel besser. Die hat halt eine extremst hohe Schussfrequenz. Nee, die ist doch schon ganz gut. Ich glaube, ich nehme mal lieber ein Rotpunktvisier. Schalldämpfer. Oder doch lieber. Ach, egal, kaufen wir einfach alles.
Jetzt haben wir das Reflex drauf. Optisches Visier, erweitertes Magazin, Schalldämpfer. Na, wird schon gehen. So, Scharfschütze haben wir da schon. Das, nee, haben wir dann nicht das Beste. Das ist nämlich das hier. Aktiviere drei weitere Funktüren, dann kriegen wir das Ding gratis. Gut, dann machen wir das mal. Drei Funktürme bekommen wir ja irgendwie hin. Genau. Trusten. Schildkrötenhügel. Der rote Leuchtturm. So, dann gehen wir mal direkt weiter auf direkt. Aber ich mache jetzt mal einen Folgencut. Wir sind schon bei 25 Minuten bzw. 26. Und sehen uns dann in der nächsten Folge und tun dann mal diesen Außenposten da einnehmen. Moin Leute!